But if you close your eyes. Guten Morgen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Flimpy. Und wir haben eine neue Lootbox. Das heißt, irgendwelcher neuer Scheiß. Ich weiß nicht, was drin ist. Und was cool ist, ihr wisst auch nicht, was drin ist. Ich hole mir mal mein kleines Messer. Und dann geht's auch schon los. Das letzte Video mit Lootbox ist ja relativ gut bei euch angekommen. Und da dachte ich mir, hey, ich mache einfach noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Gut. Ja, ich habe es aufgeschnitten. Aber irgendwie dachte man sich so, ey, nee. Das war richtig. Die letzten Kommentare von euch unter den Videos waren sehr cool, die haben mich sehr gefreut. Ich muss das Video irgendwie auf 10 Minuten strecken, um mehr Content zu haben. Ihr wisst ja selber, wie es läuft. Ne? Habe auch ein paar Vorschläge bekommen von meiner besseren Hälfte. Und deswegen werde ich versuchen, diese umzusetzen. Wird schwer, weil ich total nicht umsetzungsfähig bin. Aber wir fangen jetzt an. So, Achtung, Achtung, Achtung. Als allererstes habe ich hier einen Zettel. Packen wir zur Seite. Dann gibt es hier wieder Codes mit Gutschein drauf. Also Codes mit Gutschein drauf. Es ist 7 Uhr morgens und mein Hirn so, nee, da funktioniert noch nicht so gut. So, dann gibt es hier einen lustigen Sticker. Wenn ich PC-Sprache könnte, könnte ich euch da sagen, was da steht. Aber ich mache einfach mal so. Läuft. So, dann stellen wir die Kiste ein bisschen nach hinten. Es gibt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas von Sonic, das kann ich schon mal sehen. Ich würde spontan sagen, ein Schlüsselanhänger. Wo man hinten irgendwas draufschreiben kann. Machen wir es doch einfach mal auf. Was ist es? Ist das so ein Busfahrkartenteil? Das kann ich mir schön an meinen Schulranzen packen. Und dann weiß jeder, wer ich bin. Geil. Hier. Und da ist vorne Sonic drauf. Dann akzeptieren mich endlich die anderen coolen Kids in der dritten Klasse. Yes! Und hier noch irgendwie. Es gibt anscheinend 6 Stück davon. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Sonic damals gesehen habt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es wenig bis gar nicht gesehen. Dann habe ich mir vor kurzem mal was auf Seiten angeguckt. Ich will die jetzt nicht nennen, weil ich dafür keine Werbung bekomme. Obwohl, ich kann die ja nennen. Hashtag nur Werbung. Bei Netflix. Die haben den ja so beschissen überarbeitet. Ne? Also, meine Meinung. Dann habe ich hier noch erfolgreich Socken von Wonder Woman. Wer erfolgreich mein TwitchCon-Unboxing gesehen hat, weiß ganz genau, dass die Socken mir nicht passen werden. Da habe ich nämlich gesagt, dass ich Schuhgröße 49 habe. Ich glaube nicht, dass die Dinger Schuhgröße 49 haben. Steht nicht mal drauf, welche Größe die haben. Oh, steht ja immer ein drin, wa? Alles klar, hier steht nichts. Da steht nur DC. Leider bin ich Marvel-Fan. Blöd. Dann haben wir hier Limited Edition Coin. Das ist von Jurassic Park, irgendwie spiegelt es zu sehr, haltet mal. So, da kann man es gut sehen. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Alles klar, da ist zu viel zu lesen drauf. Seht ihr hier? Zu viel zu lesen. Ist too much für mich? Too much? Nö. Jeder, der mich kennt, weiß, Konversation ist überhaupt nicht meins. So, dann habe ich wieder so ein Energy-Ding. Ich habe den letzten habe ich getrunken. Da ist das Wasser blau geworden. War erstmal geil, weil das Blau sah echt cool aus. Hat auch relativ gut geschmeckt. Also ich war echt positiv überrascht. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Weil die baller ich mir richtig und dann kann ich wieder eine halbe Stunde zocken.
Oha. Mentos. Ich als eingefleischter Vegetarier kann die leider nicht essen, weil da wahrscheinlich Gluten drin ist. Alles auf Englisch, das kann doch keine Sau lesen. Doch, Glucose. Nope. Gut, dass meine Partnerin heute Geburtstag hat, kriegt die die Sachen nicht ab. Verdammt, die guckt das Video. Shit. Dann habe ich hier eine Mütze. Weil ich auch so der Mützenträger bin. Ich hab so, kennt ihr das? Wenn ihr Leute seht und denkt, boah, die Mütze ist richtig geil, ne? Und dann setzt ihr eine Mütze auf und denkt sich nur, warum habe ich so einen mega Kanisterkopf? Warum? Passt gar nicht. Bei mir der Fall. Was könnte auch an den Haaren liegen? Wenn ich jetzt ein echter Ed Hardy, Fritz und Summer. Okay, dann muss ich mal gucken, was ich mit der Mütze mache. Commodore. Da steht da vorne noch was drauf. Ich habe damals als Kind, habe ich lustigerweise immer, die Sticker hier abgezogen, weil ich mir dachte, warum will ich einen scheiß Sticker auf meiner Mütze haben? Ja. Ich war damals nicht die hellste Leuchte auf der Kerze. Ey, die Kiste ist gleich zu Ende und ich habe gerade mal über 5 Minuten Material. Das ist nicht schlimm, nicht gut. Echt nicht gut. Dann zögern wir es noch ein bisschen hinaus. Und sonst so? Schönen Tag ihr habt bis jetzt. Ich meine, bei mir ist jetzt 7.21 Uhr. Und ich sehe aus wie Strubbelpeter, das geht ja nicht. Ein bisschen schick machen für meine Videos kann ich mich ja mal. Ein klassischer Flimpi. Joa. Und sonst so? Ach genau. Er darf ja nicht fehlen. Kalle, komm mal her. Wo ist er? Wo bist du, Dicker? Kalle. Komm mal her. Komm her, ich brauch Clickbait. Du Arsch. Will er nicht, ich hab's probiert. Will er nicht, will er einfach nicht. Es tut mir leid. Ich hab alles probiert. Alles, was in meiner Macht steht. Ich habe mich sogar ein Stück von meinem Sessel aufgerichtet, also so ein Stück nach vorne gelehnt. Ist schon viel. Der ist gerade mit irgendwas beschäftigt, der kann nicht in die Kamera gucken. Oh, da hinten ist er, da. Da. War gar nicht, der hört nicht auf mich, der ärgert doch immer nur die Mutti, nicht mich. So. Jetzt weiter zum Letzten. Wer aufmerksam das Video guckt hat, weiß schon, man sieht's. Es ist ein Mini-Kissen. Ein Joystick-Kissen. Das Schöne ist, jetzt denkt man, ich wäre noch ein größerer Nerd, weil ich habe das als Portemonnaie und als Gürtelschnalle. Da sind Sachen drauf. So. Kann ich damit jetzt auch meinen Stream steuern? Macht er nicht. Was ist endlich mal ein Controller, der mal gut in die Hand passt. Finde ich gut. Kann man machen. So, dann machen wir den Plastikmüll hier weg. So, meine lieben Freunde. Digga, komm mal her. Der guckt immer so ganz verstört, wenn ich irgendwas mache. In den Teppich gehauen. Mist. Aber ihr könnt ja die Katze noch kurz sehen. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like, ein Kommi oder sonstige da. Ihr wisst, schlechte Kritik ist auch Kritik, nur so kann ich mich verbessern und meine Kreativität entfalten. Natürlich nicht, als ob ich in irgendeiner Art und Weise kreativ wäre. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mehr von diesen Unboxing-Videos zu machen, weil ich selber auch total interessant finde, was da drin ist. Und ich werde auch in Zukunft jetzt, ich habe mir ein Projekt für 2020 vorgestellt, ich muss ja die Minutenzahl ein bisschen hochdrücken, ein kleines Projekt für 2020 überlegt, ich werde 2020 mit einem neuen Twitch-Account
anfangen, weil mein Flimpy-Account leider gehackt wurde und Twitch sich nicht in der Lage sieht, seit gefühlt 8 Monaten mir mal eine Antwort zu geben dafür. Und deswegen werde ich einen neuen Twitch-Account machen. Werde dazu aber noch ein paar Sachen erzählen. Den werde ich höchstwahrscheinlich wie mein Fortnite-Account nennen. Werde ich noch nicht verraten, weil ich den Account noch nicht gemacht habe und nicht erstmal mir den Namen wegklaut. Da habe ich keinen Bock drauf, weil ja auch 100.000 Millionen Leute meine Videos gucken. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass ich jetzt mir vorgenommen habe, für 2020 wesentlich mehr Videos zu machen. Ja, ich sage das jetzt noch im Monat 9, das ist, glaube ich, September heißt der Monat. Ist aber nicht schlimm, weil man muss ja schon mal so ein leichtes Ziel haben. Und das werde ich jetzt die Tage in Angriff nehmen und schon mal alles vorbereiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch die kleine Konversation mit mir am Ende, die einseitig war, weil ihr nicht geredet habt. Ihr konntet eine Katze sehen, ihr konntet Loot sehen. Und ihr konntet mich sehen. Das ist eine klassische Win-to-Win-to-Lose-Situation. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Kalle, was machst du da?